Ich begrüße dich ganz herzlich. In diesem Video möchte ich dir 8 Tipps mit an die Hand geben, damit Intervallfasten für dich im Alltag total leicht funktionieren kann. Denn ganz oft bekomme ich Feedback von Bloglesern oder auch hier vom YouTube-Kanal von Menschen, die das Intervallfasten ausprobiert haben und gemerkt haben, dass es irgendwie total schwer umzusetzen ist. Das Feedback ist dann meistens, ach, ich habe irgendwie so viel Hunger oder mir fällt es schwer, bis zur nächsten Mahlzeit zu kommen. Warum fällt mir das Intervallfasten so schwer? Und damit es eben nicht so ist, gibt es jetzt hier meine 8 besten Tipps, damit es für dich leicht funktioniert. Am besten, wir legen direkt los. Der erste Tipp, den ich dir mitgeben möchte, ist: warmer Tee oder ein warmes Wasser. Ja? Ganz häufig ist es eine Kopfsache, dass man noch im Kopf verankert ist, dass man morgens unbedingt was zu essen braucht oder dass man ja einfach was das Gefühl hat, man hat Hunger. Ja? Und meistens hilft es dann schon, wenn man sich einfach ganz kurz hinsetzt, sich einen schönen warmen Tee macht, einen schönen warmen Kräutertee, Grüntee, schwarzer Tee, gerne auch von mir aus einen Früchtetee. Das Einzige, was du beim Tee beachten solltest, ist, dass eben keine Geschmacksverstärker oder Zusatzstoffe drin sind. Einfach ein paar schöne Kräuter zusammengemacht und einen schönen warmen Tee. Ja, das ist eine ganz tolle Möglichkeit, um dieses Hungergefühl morgens erstmal wieder zu neutralisieren. Weil meine Erfahrungen sind, dass es eben meistens gar kein Hunger ist, sondern wirklich noch im Kopf verankert, dieses Gefühl von, oh, irgendwas fehlt mir. Und ein warmer Tee oder gerne eben auch ein warmes Wasser, das kommt aus dem Ayurveda, warmes Wasser, hilft dabei, so ein schönes, warmes, wohliges Gefühl im Magen zu machen und für dich auch dieses Hungergefühl zu neutralisieren. Ganz einfacher, schöner Tipp, den du unbedingt ausprobieren solltest, wenn du morgens das Gefühl hast, dass es irgendwie, dass irgendwas fehlt, dass du vielleicht doch Hunger hast, ne? Dann setz dich hin mit einer schönen, warmen Tasse Tee, nimm dir Zeit, trink sie ganz in Ruhe und du wirst merken, dass dieses Gefühl sich sofort verändert und dass es meistens gar nicht wirklich ein richtiger Hunger ist. Den zweiten Tipp, den ich dir mit auf den Weg geben kann, ist der Bulletproof Coffee. Bulletproof Coffee ist Kaffee mit Öl, Kokosöl oder MCT-Öl und Butter. Klingt jetzt erstmal ein bisschen eklig, ist es aber nicht. Schmeckt auch wirklich sehr lecker, sehr cremig. Der Bulletproof Coffee ist eine Möglichkeit, also der macht dich satt. Das ist der Effekt vom Bulletproof Coffee, der macht dich in jedem Fall satt und kann dir am Anfang dabei helfen, die Fastenphase ohne großen Hunger durchzuhalten. Das heißt, wenn du das Gefühl hast, dass du morgens wirklich Hunger hast, dass die warme Tasse Tee oder das warme Wasser jetzt nicht wirklich hilft, sondern dass es wirklich Hunger ist, dann könnte ein Bulletproof Coffee am Morgen dir helfen, die Fastenphase zu verlängern und ein bisschen länger auszuhalten. Der Bulletproof Coffee ist aber von meiner Seite aus nicht die Empfehlung, die du immer machen solltest, um deine Fastenphase auszuhalten, sondern wirklich nur, um diese Übergangsphase gut zu gestalten. Ja? Probier es gerne aus. Auf meiner Seite findest du auch einen guten Blogbeitrag zum Thema Bulletproof Coffee. Ich verlinke dir den hier unter dem Video in jedem Fall. Ein dritten Tipp, den ich dir gerne mit auf den Weg geben kann, ist Apfelessig. Apfelessig wird eine blutzuckerregulierende Wirkung nachgesagt. Und erfahrungsgemäß kann ich das auch bestätigen. In der Arbeit mit meinen Klienten machen wir das ganz häufig, gerade wenn man sehr hochfrequent vorher gegessen hat, dass ich dann eben empfehle, morgens und abends einen Esslöffel Apfelessig für eine gewisse Zeit, 4 bis 8 Wochen, einfach chorweise mit dazu zu trinken. Und meine Erfahrungen zeigen ganz deutlich, dass der Blutzucker sich viel besser, viel schneller stabilisiert, dass wir viel weniger Blutzuckerschwankungen haben und dadurch auch weniger Heißhungeranfälle, weniger dieses Gefühl von ja, Heißhunger und Hunger zwischen den Mahlzeiten. Und deswegen kann ich dir hier super gerne diesen Tipp Apfelessig mit ans Herz legen, dass wenn du das Gefühl hast, dass dir Intervallfasten schwerfällt oder wenn du eben vorher sehr häufig gegessen hast, viele Snacks gegessen hast, viele kleine Mahlzeiten gegessen hast oder eben Probleme mit deinem Blutzucker hast, dass da Apfelessig dir sehr gut helfen kann, um deinen Blutzucker zu regulieren und wieder zu stabilisieren. Mein vierter Tipp ist, achte auf ausreichend Schlaf. Du kennst das ganz bestimmt selbst, nach einer kurzen Nacht, ja, hat man am nächsten Tag
deutlich mehr Hunger und vor allem auch deutlich mehr Hunger auf zum Beispiel Süßes oder Salziges, also auf ungesunde Sachen. Und das liegt einfach daran, dass dein Körper versucht, ganz schnell Energie bereitzustellen. Und das geht nun mal in Form von Zucker, weshalb zum Beispiel nach einer kurzen Nacht der Heißhunger auf Süßes am nächsten Tag sehr viel wahrscheinlicher ist, als wenn du gut geschlafen hast. Und wenn der Intervallfasten noch schwer fällt oder wenn du das Gefühl hast, dass du eben viel Heißhunger hast oder dass du eben viel Hunger hast, dann achte darauf, dass du wirklich ausreichend Schlaf bekommst und also auch guten Schlaf bekommst. Das ist auch ein ganz wichtiger Tipp, den wir zum einen beim Abnehmen, aber eben auch beim Intervallfasten nicht vergessen dürfen, damit die Fastenphase oder damit dein Körper wirklich mit voller Energie funktionieren kann und dadurch auch einfacher in seinem Stoffwechsel ablaufen kann. Mein fünfter Tipp ist ähnlich dem vierten Tipp. Mein fünfter Tipp ist, Stress zu reduzieren, denn Stress macht ungefähr das Gleiche wie eine schlechte oder eine kurze Nacht. Wenn du viel Stress hast, dann wird dein System versuchen, schnell mit Zucker Energie bereitzustellen oder eben auch vermehrt nach Zuckerhunger zu haben, weil Zucker eben der schnelle Energielieferant ist und das in Stresssituationen von deinem Körper gefordert wird. Deshalb ist es auch eine ganz große Empfehlung, wenn dir Intervallfasten schwerfällt oder wenn du das Gefühl hast, dass die Fastenphase nicht richtig funktioniert. Das kann auch mal, wenn du schon seit einem Jahr Intervallfasten machst, so sein, wenn du eben in stressigen Phasen bist, dass du plötzlich merkst, irgendwie, ich komme mit dem Intervallfasten gerade nicht zurecht. Und das kann einfach daran liegen, dass dein Körper physiologisch gesehen jetzt schnell Zucker haben möchte, weil er diesen Stress kompensieren möchte oder beziehungsweise Energie schnell bereitstellen möchte und muss. Ja? Deshalb achte bitte immer auf deinen Stresslevel, ja, und damit ist nicht nur gemeint Stress in Form von körperlichem Stress, sondern ganz häufig ist es auch mentaler Stress, indem wir uns von Nachrichten, von Gedanken und all den Sachen wirklich so unbewusst stressen lassen, dass unser Körper gefühlt dauerhaft in Alarmbereitschaft ist und deswegen es unserem Körper einfach schwerer fällt, längere Fastenphasen zu halten oder eben auch von Mahlzeit zu Mahlzeit ohne Snack auszukommen. Also hab bitte diesen Punkt auch immer mit im Hinterkopf, wenn dir Intervallfasten gerade mal ein bisschen schwerer fällt. Mein sechster Tipp sind mineralstoffreiche Mahlzeiten. Das heißt, achte wirklich darauf, dass du dich zu den Mahlzeiten ausgewogen und nährstoffreich ernährst. Ja? Wenn wir innerhalb der Essensphase uns ungesund ernähren und zum Beispiel unsere Mahlzeiten aus Pizza, Nudeln, Brot und Co. bestehen, dann fehlen unserem Körper die Nährstoffe. Und solange er nicht alle Nährstoffe hat, die er braucht, um aufzubauen, wird er immer nach mehr verlangen. Das heißt, wenn du viele nährstoffarme Mahlzeiten zu dir nimmst, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr, sehr groß, dass du häufige Hunger hast und auch viele Heißhungeranfälle hast, weil dein Körper immer durch diesen Heißhunger und durch diesen Hunger versuchen wird, an Nährstoffe, an Mineralstoffe ranzukommen. Deshalb achte auch beim Intervallfasten und generell darauf, dass deine Mahlzeiten immer ausgewogen sind, so regional, saisonal und frisch, dass du wirklich viele Nährstoffe in deinen Mahlzeiten enthältst und deinem Körper alle Bausteine gibst, die er benötigt. Mein siebter Tipp ist, achte darauf, dass du zu den Mahlzeiten genügend Fett und Eiweiß isst. Ja? Auch das ist sehr wichtig bei den Mahlzeiten zu bedenken und zu beachten. Das ist der Hauptbaustein für unseren Körper. Das heißt, wir sollten immer darauf achten, genügend Eiweiß zu uns zu nehmen, zu jeder Mahlzeit und auch Fett. Ich erlebe es ganz, ganz oft in den Gesprächen mit Klienten, die, wenn wir so ein Vorgespräch machen und ich mir einfach mal anhöre, was isst du so am Tag, dass wirklich Fett fast eliminiert wird, fast also aus Angst eliminiert wird, dass man zunehmen könnte. Und das ist natürlich ein Problem, weil auch Fett braucht unser Körper. Und beim Intervallfasten ist Fett ein sehr dankbarer Stoff, weil Fett eben auch lange satt hält. Das heißt, achte wirklich darauf, dass du genügend Fett und eben, wie gesagt, auch genügend Eiweiß in deinen Mahlzeiten hast, damit du von Mahlzeit zu Mahlzeit ohne Hunger kommst und damit du auch deine Fastenphase gut und ohne Hunger und Heißhunger überstehen kannst.
Und mein letzter Tipp, den ich dir jetzt hier noch mit an die Hand geben kann, der gilt vor allem allen, die schon ein bisschen länger Intervallfasten machen, die vielleicht ihre Fastenphase etwas steigern möchten oder ein bisschen mehr rausziehen möchten. Ganz häufig bekomme ich das Feedback, Mensch, ich möchte jetzt gerne mal noch ein bisschen länger meine Fastenphase machen, aber ich habe dann wirklich ganz schön Hunger. Und dazu muss ich sagen, Hunger ist per se erstmal nichts Schlechtes, ne? Hunger ist, wenn es jetzt nicht Blutzuckerinstabilitäten gibt, ist erstmal ein Zeichen dafür, dass dein Körper oder dein Stoffwechsel auf eigene Reserven zurückgreift gerade. Also es ist grundsätzlich nichts Schlechtes. Wichtig ist nur, wie du damit umgehst. Und was mir und auch meinen Klienten immer sehr dabei hilft, diesen ersten kleinen Hunger noch in Mühe rauszuziehen, ist Bewegung. Einfach ein kleines, kurzes Workout machen, das verändert direkt alles und lässt dich auch wieder noch ein Stück weit länger in, also die Fastenphase rauszögern und auch einfach ohne dieses Hungergefühl, was irgendwie komisch sich anfühlt, diese Fastenphase auch gut zu meistern. Also eine kleine Bewegungseinheit, ein kleines Workout, wenn du das Gefühl hast, so langsam geht es jetzt Ende Richtung der Fastenphase, aber ich will gerne noch ein halbes Stündchen oder ein Stündchen, ohne das zu verkopft dran zu gehen oder zu sagen, weil ich jetzt muss, sondern einfach nur so, ich weiß, ich kann das, mein Körper kann das, ich möchte noch ein bisschen rausfördern, da es könnte eine kleine Bewegungseinheit sehr, sehr hilfreich sein. Aber dieser letzte Tipp, der gilt, wie gesagt, wirklich nur denen, die ihre Fastenphase jetzt einfach steigern wollen und noch ein Stück weit im Körper einfach ein bisschen herausfordern wollen, so in das nächste Level kommen zu wollen. Für alle anderen sind die anderen Tipps wirklich sehr hilfreich und sehr wertvoll, um das Intervallfasten einfach, gut und leicht in seinem Alltag zu integrieren. Und wie du sicherlich gemerkt hast, sind diese Tipps gar kein Hexenwerk, sondern ganz einfache, leichte Möglichkeiten, wie du aber ganz positiv dein Intervallfastenerfolg beeinflussen kannst und ganz leicht im Alltag. Ne? Es sind häufig gar nicht diese großen, krassen Sachen, die man machen muss, sondern eben die kleinen Basiselemente, die eben stimmen müssen, damit das Intervallfasten immer leicht und einfach funktioniert. In diesem Sinne, ich wünsche dir ganz viel Freude beim Intervallfasten. Falls du noch nicht mit Intervallfasten gestartet hast, kann ich dir meine kostenlose 7-tägige Intervallfasten-Abnehm-Challenge empfehlen. Da starten wir gemeinsam ganz sanft ins Intervallfasten und ich zeige dir, worauf es ankommt, wenn du mit Intervallfasten abnehmen möchtest, auf welche Bausteine du auch noch achten solltest. Und sonst kannst du dir immer gerne hier unter dem Video mein Angebot angucken. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Ich wünsche dir viel Freude beim Intervallfasten. Bis dahin.